Ja, ich komme gerade vom Taekwondo und wenn wir jetzt Sliders anschauen, ja, und da brauchen wir halt nebenher ja, was zum Futtern, ja, Finger, Foot, ja, und Tortillas hier, ja, und dann einen schönen Film genießen, ja. Ja, und ich habe Sliders, die DVD-Buchse habe ich schon ewig in meiner Sammlung, das ist viele Jahre schon. Und auf dessen Review zu machen, ist ein Hochgenuss für euch. Ja. Und was passt denn, da passt nichts Besseres als gute Chips daneben, das sind die Tortillas, ja, Hot Chili. Ja. Und dann auch gescheiter ja, Soße zum Dippen. So in Amerika, mein Schwager ist ja Amerikaner, der hat gesagt, da gibt's extra für Chips Soße, Dips. Ja. Und Hot Smoke, Speis, Barbecue, ja, das würde ich mir gönnen. Mal gucken, ob man das mit einer Hand aufkriegt. Ja. Muss ja jetzt auch machbar sein. Ja, gut, das kriegen wir auch hin. Ja. Und er hat ein extra Behältnis für das. Ja. Und ja, der dann so ein Vampirfilm passen. So, und dann lecker Dippe und Futter und den Film genießen. Ja. Oder halt ja, die Serie genießen, die Folge. Und wenn das leer ist und ich brauche noch was, kann ich nochmal holen. Ja. Und wenn noch Reste übrig bleiben, die Chips sind weg. Dann kann ich das nochmal mit Toastbrot oder mit Brot ausdunkeln. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kann der Filmabend starten. Ja. Da kann man sich ja was gönnen. Ne? Genau, richtig guter Farbe. Ja. Wir Filmsammler sind Genussmenschen. Ja, ihr könnt ja unter die Kommentare schreiben, was esst ihr gern so neben dem Film? Ja? Was trinkt ihr gern neben dem Film? Ja? Das interessiert mich. Ich habe mir auch wieder Zigarillos gekauft, die ich jetzt nicht vorbereitet. Das waren jetzt ein bisschen hochwertige Zigarillos, das sind auch gut. Und ja. So, dann lassen wir es schmecken und gucken wir Sliders an. Ja, Sliders.